Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ah, er repariert. Das ist doch schon mal gut. Andere Seite auch, weil da hauen bald die Viecher ab, wenn das da so weitergeht. Also scheint jetzt sich zuständig zu fühlen. Das ist doch schon mal sehr gut. Okay, wir schauen mal weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Was ist hier los? Zu viele Artgenossen in meiner Nähe. Na, dann verkaufen wir euch doch mal. Ihr kleinen... Ja. Da ist auch noch einer. Genau. Auch weg. Was habt ihr? Einfach zu viele Artgenossen. Ach, da sind noch Eier im Gehege. Ja, die soll ein Mensch sehen. Die können wir dann auch gleich verkaufen. Ich will mal eben gucken, bei Nilkrokodil, ob ich da die... Eier verkaufe, ja. Die verkaufe ich, wenn ich auf Jungtiere gehe. Okay. Dann schauen wir jetzt hier nochmal. Irgendwas stimmt da nicht. Feldhase. Gemüse. Kanteria. Das sind alles Jungtiere hier. Die verkaufen wir mal. Oh Gott, sind das viele. Terrier. Verkaufen. Ziege, was ist da los? Ich brauche Grünfutter. Hallo? Herr Pfleger, Sie stehen da so daneben und die Ziege hier, die jammert? Oh, eine schwarze. Nee, genau. Aber hier können wir auch die ein oder andere mal eben verkaufen, dass es nicht zu viele werden. So, bei den Hunden haben wir jetzt, denke ich, alles soweit, okay? Das ist ein Wessi. Haben wir nur einen? Können ja mal eben gucken. West Highland Terrier. Ne, haben wir zwei. Okay, dann ist ja gut. Dann ist ja alles gut. Meeresfrüchte, Krake, die sind halt gerade frisch geschlüpft. Über ein Hindernis springen das auch noch. Wollt ihr auch noch Steine oder sowas haben? Gut, dann machen wir jetzt den Schimpansen hier noch eben ein paar Steine ins Gehege. Damit sie über ein Hindernis springen können. Da machen wir auch noch Steine hin. So, fertig. Gut. Dann schauen wir nochmal eben weiter, ob wir da noch irgendwas tun können oder ob alles soweit okay ist. Wetter. Ja, Wetter, da kann ich jetzt nichts machen. Das ist, ist so. Ah, wir haben hier Eier. Cool. Und der Arzt rennt bei den Schildkröten rum. Gut. Wie viel Platz haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt noch dieses kleine Stück hier. Es ist nicht mehr viel. Geht's eigentlich unseren Wahlen? Da haben wir auch schon lange nicht mehr nachgeguckt. Hier ist auch das Ding total kaputt. Aber wir haben hier einen Handwerker, der definitiv dafür zuständig ist. Nur, da wird der nicht hinkommen. Da wird der absolute Probleme haben, da hinzukommen. Deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal neu hier. Plexiglaswand. Halt, das war falsch angesetzt. So. Warum geht das nicht weiter? Hallo, hallo, hallo. Gut. Heile. Und da scheint alles soweit okay zu sein. Hier auch kaputt. Aber da ist doch auch ein Handwerker. Ist der wieder für... Ne, ist ein Gärtner? Handwerker? Nee. Ah, okay, der ist nur bis dahin und nicht weiter zuständig. Dann würde ich sagen, setzen wir hier nochmal ein paar Leute hin, die wir brauchen. Und bei dem verschieben wir das jetzt einfach ein bisschen da in die Ecke. Denn da brauchen wir jetzt einfach denjenigen. Ja, da machen wir hier doch auch nochmal einen Tierpfleger neben. Was braucht man denn noch dringendsten? Ja, Gärtner und so finde ich jetzt, muss ich sagen, immer gar nicht so mega wichtig. Da ist jetzt bis jetzt noch nicht wirklich aufgefallen, dass das wichtig wäre, einen Gärtner zu haben. Tierpfleger, Handwerker, okay. Gärtner, nicht wirklich. So,
da stehen sie rum. Wir wollten jetzt weitermachen mit den Tieren. Lass mich raten, Dekoration. Ach, Hunger. Ja, es gibt was zu kaufen. Bist du gerade dran vorbeigelaufen? Ja. Also, hier würde ich nochmal Buden irgendwie mit unterbringen wollen. Da machen wir den Weg mal ein bisschen breiter. Dann können wir da nämlich noch ein paar Buden mit unterbringen. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Einmal Toiletten auf jeden Fall. Die machen wir so hier ans Eck. Da können wir nochmal den Weg ein bisschen. Genau. Und dann kann man hier nochmal ein Geldautomat hinstellen. Und dann die Buden. Trinken. Essen. So, dann brauchen wir noch einen Mülleimer. Und stellen wir da hin. Dann können wir hier eigentlich so. Geht das? Nee, geht irgendwie nicht. Das ist mir zu weit rein. Das ist irgendwie doof. Dann lassen wir das erstmal so. Ich weiß noch nicht, ob wir hier eventuell nochmal Trainer und so brauchen und Pfleger. Absolut möglich, dass wir hier noch welche hinstellen. Gucken wir mal. Was machen wir jetzt noch für Tierarten hier rein? Wir haben ja nicht mehr viel Platz. Was nehmen wir noch? Dromedar haben wir. Elche haben wir doch jetzt auch, oder? Okapis. Wir haben Dromedare. Zebras. Was ist das hier? Ah, Strauße, genau. Und hier sind Bongos. Elche haben wir noch keine. Also Elche könnte man noch machen. Geh mal ganz nach hinten. Ich finde, Wassertiere haben wir genug. Oh, einen Tiger haben wir auch schon. Löwen könnte man noch machen. Die würden doch thematisch hier auch reinpassen. Da machen wir doch jetzt hier nochmal einen Löwengehege. Da brauchen wir aber einen Hochsicherheitszaun. Dann nehmen wir den da. Ist die Frage. Stellen wir hier die Pfleger dann nochmal hin? Würde ich eigentlich fast sagen. Da machen wir einmal Weg lang. Hier hinten. So. Und da stellen wir dann jetzt noch einmal Tierpfleger hin. Natürlich nicht da, sondern... Na, vielleicht doch eher so weiter in die Richtung. Aber wir haben ja da schon ein paar. So, Handwerker. Auf jeden Fall auch noch. Was brauchen wir noch? Ach, ich würde eigentlich fast sagen, nichts. Tiertrainer vielleicht noch. So, dann kann man da noch ein bisschen Deko vorstellen. Deko. So. Okay. Und dahinter machen wir jetzt einfach das Löwengehege. Also hier in dem Bereich. Hochsicherheitszaun. So, mal drehen hier. Okay, so. Dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen Weg hier. Gut, das Ganze kann man dann da eigentlich mal verbinden. Dann könnte man hier noch irgendwas hinstellen an Zeug. So ein Fotodingensen.
Und vielleicht einfach mal ein paar Bänke. So, und da vielleicht noch ein Baum zwischen. So, und dann den Zaun. Und hier lang. So, dann machen wir hier erstmal den Weg noch weiter, und zwar in die Richtung. Jetzt wird das hier so ein bisschen umrunden. So. Okay. Und dann weiter mit dem Zaun. Und da vorne verbinden. Das ist irgendwie schräg geworden. Naja, was soll's. Da können wir vielleicht noch ein bisschen Deko hinstellen. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen Platz für Bänke und so. So. Dann würde ich da noch so Aussichtsdinger zwischenstellen. Mülleimer natürlich. Obwohl, den kann man einmal hier außen und einmal da außen hinstellen. Was haben wir denn so an Deko, an Winzzeug, an Kleinigkeiten? Da können wir einmal das machen. Und das und das. So. Was ist da los? Warum? Nichts zu essen? Wo ist der Pfleger hin? So. Da ist auf jeden Fall was. Kannst du essen. Aber habt ihr kein Getreidefutter? Okay. So, alles okay. Alles im grünen Bereich. Wir haben doch dann einen Pflegerzugang. Was soll das? Oder kommt das nur, weil das hier hinten steht, dass der Pfleger da nicht rankommt? Das nur hier. Vielleicht machen wir da einfach auch nochmal ein Tor rein, hm? Aber erstmal machen wir den Zaun neu. So. Gut, dann machen wir da nochmal ein Pflegertor hin. Eventuell hilft das dann, das Ganze ein bisschen zu entschärfen. Zack. Gut, okay, alles wieder gut. Grünfutter, Grünfutter ist jetzt da, ist also überhaupt gar kein Ding, müssen sie nur essen. Okay. Ha. Gerettet. So, wo waren wir? Da ist alles. Okay, die sind alle bei den Schimpansen. Hier waren wir. Was willst du denn? Zu kaufen? Jetzt habe ich richtig Hunger. Pflanzen. Pflanzen. Jetzt ist hier Deko und jetzt willst du pflanzen. Ach, Saukram. Warte mal, ich muss mal eben kurz gucken. 25 bis 60, 50. Also 25 ist gut, das ist nämlich Gras. Ha. So kriegen wir hier doch ein bisschen Grünzeug mit unter. So. Sehr schön. War eigentlich hier vorne. Was ist denn da los? So, jetzt wird hier auch aufgefüllt. Ja, dann ess doch mal was. Was frisst nix? Hallo? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Kornfutter brauchen. Ich glaube, das brauchen die überhaupt nicht. Grünfutter und Mineralien. Aber nicht mehr. Was macht das? Hallo? Hier fressen. Frisst du jetzt? Frisst du?
Ja, oh Gott sei Dank. Okay. Ah, wurde wieder geboren als Besonderheit der Natur. Wieder ein dunkles. Okay, alles klar. Ich brauche Grünfutter. Dann hol dir doch Grünfutter. Bei euch ist alles aufgefüllt. Sieht gut aus. Obwohl hier ist nicht aufgefüllt. Aber es sieht trotzdem gut aus in dem Gehege. Okay, ach, der Part ist schon wieder zu Ende. Gut, dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden. Und dann kümmern wir uns hier nochmal drum. Gucken da nochmal. Und dann, ja, kümmern wir uns weiter um das Löwengehege. Also, bis denn. Ciao, ciao.